Mein Name ist Pempenko. Ich komme aus dem wunderschönen Köln. Und ich bin, wie man wahrscheinlich sehen, hören und vielleicht auch irgendwann schmecken kann, eine Drag Queen. Ich moderiere Veranstaltungen, ich mache Stand-up-Comedy und unterbinde das immer mit Gesang. Und es ist mittlerweile mein Hauptjob und ich kann davon leben. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe schon Eminem gemacht, ich liebe Schlager, ich liebe Pop, Musical, alles von ABBA. Ich freue mich einfach, verschiedene Menschen zu erreichen und aufzuklären, die sonst keine Verbindungspunkte zu Personen wie mir haben. Wenn ich nur eine Person im Publikum zum Lachen bringe, dann habe ich mein Ziel erreicht. All Together Now liegt mir sehr am Herzen und ist für mich ganz besonders. Hier sitzt alt und jung zusammen, dick, dünn, groß, klein, Geschlechter, Hautfarben. Und hier zeigt es einfach, wie 100 Spaß haben, das Leben zelebrieren, die Kandidaten anfeuern. Und so sollte es doch sein. Ich dachte, mir schießt die Milch ein. Das war so süß. Ich glaube nicht, dass ich die Strenge bin. Da gibt es andere für, die wahrscheinlich auch schon wund sitzen auf ihrem Steiß. Bei manchen denkt man sich ja, wer da keine Gänsehaut hat, der hat keine Haut. Ne? Und wenn ich Gänsehaut habe, dann stehe ich auf und dafür bin ich da. Ich bin Mascha, ich bin Singer-Songwriterin und ich habe ein Tonstudio in Köln. Mein Künstlername ist Frau Winzig. Der ist entstanden dadurch, dass ich in meinem Leben so viele Jobs gemacht habe. Ich war auch mal Lehrerin und da konnten die Kinder meinen Nachnamen nicht richtig aussprechen und haben gesagt, Frau Winzig, wir treffen uns an diesem Abend. Ich mache deutsche Popmusik, allerdings nicht so was Glattgebügeltes. Meine Stimme ist irgendwas zwischen Herbert Grönemeyer und Nena. Es ist kalt, ich wärme mich auf an deiner Haut. Musik ist mein Tagebuch, alle Songs, die ich schreibe, die zeichnen mein Leben nach. Musik ist hier und aber auch hier und da und in der 100. Junge! In der 100 zu sitzen ist eine wilde Party. Wer bin ich denn, dass ich über jemanden urteilen könnte oder auch nicht? Ich bin hier, um Spaß zu haben, um coole Leute zu treffen und vor allem, um emotionale Momente zu erleben, die ich so noch nicht hatte. Ich würde sagen, dass ich die richtige Person für die 100 bin, weil ich erstens nicht so streng bin, weil ich super viel Spaß habe und weil ich super viel Mut machen kann. Hallo, ich bin die Carina. Hi, ich bin die Magdalena. Wir sind beide aus Wien. Und beide auch Musical-Darstellerinnen. Und zusammen sind wir Didierlun. Wir haben uns kennengelernt bei einer Audition. Da sind wir ziemlich schnell dicke Freundinnen geworden, weil wir uns ein Zimmer geteilt haben und auch gemeinsam angereist sind. Und wir waren die einzigen Österreicherinnen. Das hat uns ziemlich zusammengeschweißt, diese Zeit. Alles würde ich mit dir riskieren. Also auf die Dirndln sind wir eigentlich gekommen. Wir haben lange überlegt, was für Genres wir spielen wollen. Und da haben wir uns dann auf Schlager und Austropop spezialisiert, weil das gibt es in Österreich noch nicht so oft, dass zwei Frauen vor allem in dieser männerdominierten Szene da einfach das machen. Was der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. All Together Now ist etwas ganz, ganz Besonderes, weil so viele Musikexperten zusammen hier sind, alle gemeinsam feiern. Du spürst den Vibe von links, von rechts, von oben, von unten. Das kommt hat eine an. Wucht, also ja. Da kriege ich so jetzt cool. Schon wieder Gänsehaut. Ja. Ich habe mich echt in deine Stimme verliebt. Danke, dass du da bist und ich will mehr von dir hören. Ich bin Andy Brinks, ich komme aus Müllheim an der Ruhr, mache seit über 30 Jahren professionelle Musik mit Liebe in the name of Rock'n'Roll. Rock'n'Roll hat sich mich ausgesucht sozusagen. Ich habe als kleiner Junge angefangen und ich habe noch nie was anderes gemacht. Alles, was ich mache, selbst wenn ich morgens in der Unterhose zum Briefkasten gehe, ist das noch Rock'n'Roll, weil ich alles irgendwie im Beat und im Groove mache und ich denke den ganzen Tag auch an nichts anderes. Ich war doch nur ein kleiner Punker. Man kennt mich, weil ich mal bei Sodom gespielt habe. Das ist damals wie heute einer der größten deutschen Metal-Bands. Ich war schon mit ganz vielen meiner alten Helden auf Tour, mit Motorhead, mit Alice Cooper, Whitesnake, Skid Row, Doro, ohne Ende Leute. Und plötzlich läuft mein Song im Aktuell bin ich solo unterwegs als Andy Brinks. Mein Musikstil ist immer harte und laute Gitarren, die verdecken sollen, dass ich eigentlich Popmusik mache. Also mich langweilt nichts mehr als Perfektion. Deswegen achte ich bei den Performances immer, was kommt rüber. Lebt die Person das? Will die das? Für mich sind die ersten Sekunden entscheidend. Wenn der Kandidat auf die Bühne kommt, dann glaube ich, sehe ich es schon im Auge. Will er's? Kann er's? Und dann buzzer ich. Egal, welches Lied das ist. Mein Name ist Susi, ich bin Sängerin der Band Klee. Bin Texterin, Poetin, Detektivin. Hallo, mein Name ist Nils. Ich war einer der ersten drei Moderatoren bei Viva. Ich bin Autor, Moderator und Susi und ich kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren, glaube ich. Der Habicht.
Hurz! Also eigentlich ist es ein großes Geheimnis, wie wir beide überhaupt miteinander klarkommen, weil wir sehr selten einer Meinung sind. Ich bin eher so ein Stehaufmännchen. Also gerade hier in der Sendung stehe ich sehr gerne und ausgiebig auf. Ich stehe viel mehr auf als du. Du bist ein Sitzenkleber. Warum? Ich kann nur leider den Song, ich ertrag den nicht. Ich hab dir was mitgebracht, weil du bist für mich wie eine Wundertüte, in der ein Überraschungsei ist. Also alles an dir ist eine Überraschung. Und dann habe ich noch extra für dich, habe ich ein Armband gebastelt. Guck mal. Ach, ist das aber liebevoll. Das bist du für mich. Ich habe auch was mitgebracht, was du wärst als Musikinstrument. Und zwar wärst du eine Ukulele. Ah. Weil die Ukulele ist ein kleines Instrument, das man überall mit hinnehmen kann. Moment mal. Wenn wir ein Lied wären, wären wir das Lied. Wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint so voll ein Fall und da drücken sie dann drauf und schon geht die Sache auf. Hi, ich bin Linda Theodosiou. Ich komme aus Köln und bin Sängerin. Ich bewege mich in der Pop- und Soul-Richtung, würde ich sagen. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich wahnsinnig viel Energie und Power. Wenn ich aber runterkomme, dann bin ich eher so, ja, ich hole mir jetzt einen Kaffee, tschüss. So, also ich bin eher da ein bisschen bescheidener. 'Cause your love can put me down, no. Meine musikalischen Highlights waren einmal, dass ich natürlich mit Beyoncé auf der Bühne stehen durfte und mit ihr touren durfte. Dann, dass ich aktuell auch mit Peter Maffay unterwegs bin, Tabaluga gemacht habe. Und mein musikalisches Highlight unter anderem natürlich auch, mit meinem Papa auf der Bühne zu stehen. Das finde ich immer super. Ich bin schon sehr kritisch, ja. Weil ich auch kritisch mit mir bin. Ich konnte nicht. Es tut mir unendlich leid, wirklich. Ich gucke wirklich genau auf alles. Auf Performance, ich gucke auf den Gesang, ich gucke auf den Look, ich gucke auf alles. Ja, und ich hoffe, man nimmt mir das nicht so übel. Hi, mein Name ist Michael Wurst. Ich komme aus der Hauptstadt der Welt, aus dem Pott, aus Bochum. Mache seit über 25 Jahren Musik und bin seit 15 Jahren Stadionsprecher des VfL Bochum. Thomas, komm ran hier, Mann! Ja, ja, Moment, komm schon. Ich wollte eigentlich hier durch, aber passt nicht. Hallo, ich bin Thomas Wohlfahrt aus dem schönen Allgäu. Mache seit 31 Jahren Musik und freue mich wahnsinnig, dabei zu sein bei den Musikexperten. Then there's someone that should know. Thomas und ich, wir kennen uns seit 2003. Wir haben uns bei Star Search kennengelernt, ja. Super geiles Cover damals im Original von Rod Stewart's Ding und Bryan Adams. Und von den Stimmen passte das auch ja. Ziemlich geil. Du warst Bryan Adams? Ja, ich hatte das Gesicht von Rod, von dem alten Rod Stewart. Wir haben uns 18 Jahre wirklich nicht gesehen. Ist echt Hammer. Tatsächlich, in diesem Baum von einem Mann, da steckt ein ganz, ganz weiches Herz. Ja. Das war mir ganz oft nicht so in der Show. Weil mir geht es halt hier um den Unterhaltungsfaktor. Und ich möchte halt mitfahren, ich möchte Party machen. Da waren wir ein, zwei Mal extremst unterschiedlicher Meinung. Aber du bist manchmal schon ein weicher Kerl. Du weinst nur heimlich. Gib's zu. Du kannst mich machen. Mein Name ist Martin Holtgerewe, ich komme aus Berlin und bin Sänger. Wenn ich eigene Songs schreibe, ist es mir wichtig, in der Sprache zu schreiben, in der ich zu Hause bin. Und das sind tatsächlich zwei Sprachen, einmal Deutsch und einmal Polnisch. Wichtig sind mir auch Emotionen. Ich bin auch eher so ein Balladenking, würde ich sagen. Ich brauche jetzt keine große Band, ein Piano reicht mir vollkommen. Und ja, ich bin ein Mann der eher leiseren Töne. Seit 2017 bin ich Mitglied der 12 Tenors. Ja, ich singe hauptsächlich so Pop und Rock in der Combo. Ja, das Klassische überlasse ich dann tatsächlich den Leuten, die es auch wirklich gut können. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich buzzer, wenn mich der Kandidat oder die Kandidatin tatsächlich abholen. Man kann sich einfach nur hinstellen und den ganzen Raum einnehmen. Und wenn das passiert, ist das für mich ein unglaublicher Gänsehautmoment. Puh, okay, gut. Martin, reiß dich jetzt zusammen und